Da vorne ist er, der Gefahrenpunkt oder der Sprung, den wir brauchen. Das nächste Rätsel zu lösen. Damit herzlich willkommen zur letzten Schatztruhe hier in Forza Horizon 4 Fortune Island. Diesen Sprung müssen wir schaffen. Beim Retro Muscle Count. Ich hoffe, ich schaffe es. Nein, ich schaffe es nicht. Doch, ich habe es geschafft. Ha! Es galt. Das Spiel ist galt hier. Oder auch nicht. Ja. Schon mal failiger Start am Anfang. Aber warum ich hier so verwirrend starte, sage ich mal, liegt einfach daran, ich habe echt, glaube eine Viertelstunde jetzt probiert, den richtigen Gefahrenpunkt zu finden, habe aber nicht gedacht, dass es der hier ist. Ich musste wirklich nachschauen und damit euch das einfach nicht zu langweilig wird oder zu lang dauert, habe ich gedacht, ich starte die Folge nochmal hier neu und ja. So ist es jetzt halt, ne? Im Retro-Muscle-Car hier schön. Über die Felsen. Heute wäre hier mit dem Hemi-Q da am Start. Ach, das ist jetzt gescheitert. Ach, come on. Die Idee war ja gar nicht so schlecht. Beziehungsweise der Schwung. Springen wir halt so. Zack. Was? Oh, come on. Wie viele Meter? 61. Oh, okay. Dann nehmen wir jetzt mächtig viel Anlauf und hoffen, dass es jetzt schafft. Das muss jetzt schaffen. So, jetzt. Oh, mein Gott. Ich bin total selber durcheinander gerade. Weil ich die Folge so wirklich mitten im Nichts angefangen habe, mehr oder weniger. Auch die Begrüßung war ja mehr als stürmisch. Deswegen sorry, sorry, sorry nochmal. Aber ey, wegen 2 Meter für einen Stern. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, komm. Ich habe das Rätsel gelöst. Sehr gut. Was? Ich fand das Rätsel wirklich schwer. Wie hast du... Oh, na schön. Übermittle die Koordinaten. Wenigstens können wir dich ein wenig herumscheuchen. Genau. Ja, okay. Ein Online-Spieler verrät uns schon. Der Hell Destroyer X. Der X-Hell Destroyer X verrät uns schon, wo wir hin müssen. So auf diese kleine Insel. Wie ich es in der letzten Folge schon ein bisschen angeteasert habe. Deswegen würde ich sagen, teleporten wir uns einfach mal dahin. Und schauen mal, wo die Rampe zu dieser Insel ist. Und ob wir überhaupt mit dem Plymouth Hemi Q da, ich sag mal, seiner bescheidenen Leistung da auch überhaupt klarkommen. So, genau, ich bin da schon auf der richtigen Straße. Ich weiß nämlich nicht, von welcher Seite wir kommen müssen. Ob es jetzt hier von der irgendwie ist oder von der. Oder sehen wir da gerade einen Spieler irgendwie rumfliegen? Nee. Schade, schade. Dann können wir mal zum See fahren. Dann fahren wir nicht einfach um den See rum, ne? So, rechts von mir ist er. Schauen einfach mal. Das ist nämlich da hinten drauf. Da ist sogar noch ein Ding. Ah, es könnte von da links sein. Schaut ganz gut aus eigentlich. So, da ist sogar noch eine Tafel auf dem Steg, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, von links ist der Baller. Da ruckelt es ein bisschen. Das ist der Weg am allerbesten. Aber ich glaube, dieser Berg hier. Ja, da ist sogar ein Schild. Da ist sogar ein Schild. Ich glaube, wenn man hier startet und dann leicht nach rechts fährt, könnte es sogar was werden. Schöner U-Turn. 180, wie die hier sagen. Die Engländer sagen ein 180. Schauen wir mal, ob das reicht von der Leistung her, ob ich irgendwas Stärkeres brauche. Ein Automobil. Okay, ich brauche was Stärkeres. Vom Auto her. Oder mehr Anlauf. Ich muss deutlich mehr nach rechts ziehen, ne? Jetzt probieren wir es erstmal mit mehr Anlauf.
Ja, ob das reicht? Ach, die Schafe. Sind Schafe wirklich im Winter draußen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt, wie gesagt, schauen wir mal, ob das reicht. Wenn nicht. War ein Vorteilspunkt. Uhu. Brauchen wir. Nee. Du kommst ja auch nicht anders auf die Insel drauf, ne? Spätestens hier säuft man ab, oder? Dann kommst du wirklich nur mit dem Sprung, glaube ich, drauf. Wir fahren mal rum, aber. Das sieht jetzt nicht so aus. Nee. Gut. Dann wird er mal. Beamen wir uns mal ein und holen uns mal ein schnelles, flottes Auto. Was habe ich denn da im Köpfchen? Na, schauen wir mal. Was habe ich denn da überhaupt? Und da hat es doch ganz am Anfang geballert. Sorry. Auto wechseln, sortieren. Ach. Ja, S2 und X-Autos bitte einmal. Was haben wir denn da Schönes? Wo ist eigentlich mein einer? Ihn könnten wir. Könnten wir ihn mal probieren? Wir könnten den mal probieren mit ewig viel Leistung. Komm. Why not? Why not? Ich weiß, wir müssen umdrehen. Ich hole noch mal ein bisschen Schwung. Das überzüchtete Buggy-Ding. By the way, der Spoiler ist nicht serienmäßig auf dem Wagen, aber gibt's als. Ja. Als Zubehörteil. Im Forza Market zu erstehen. So. Irgendwas blockt mich bitte. Yes, Sir. Da ist ja die Truhe. Ich hätte sogar direkt drauf landen können, wenn ich richtig gesprungen. Oh, komm schon. Funko. Kollege. Ich will nichts sagen, aber. Jetzt, Animal Credits. Die Schatzsuche auf Fortune Island ist vorbei. Die Geldreserven des Festivals sind offiziell erschöpft. Matt. Falls ihr euch Geld leihen müsst, ich kenne da einen Fahrer, an den ihr euch wenden könnt. Nix da, meine 11 Mille, die ich jetzt hier bekommen habe. Ist das klar? Ich habe jetzt 11 Mille gesammelt hier. Insgesamt. Yes! Ich habe sogar die Einflusstafel noch zerstört. Juhu! Sehr gut. Bringt uns aber nichts. Okay. Gut, jetzt sind wir hier durch. Ging ziemlich schnell. Was haben wir hier noch? Der Kraken und der Leviathan. Was fahren wir zuerst? Ich glaube, wir fahren erst den Kraken. Da will ich sogar direkt mal hinfahren. Bisschen Straßenrennen. Mal schauen wir mal. Oh, was ist das? Bin mal gespannt. Ah, doch, ich bin schon gespannt natürlich, wie das Rennen wird. Aber was man auch an Autos, was ich für ein Auto nehme. Ich habe jetzt nichts vorbereitet oder so. Ja, auf dich zu drehen. Wenn die Folge jetzt so kurz ist. Und ich den Fail halt nicht in der Aufnahme drin gelassen habe. Ja, ja, scharf links du mich auch. Und dann machen wir halt einfach mal doch die Finalrennen, würde ich sagen. Je nachdem, wie lang es geht. Einmal Solo bitte. Auto wechseln. Das ist eine Straßenveranstaltung, ne? Da können wir dann doch wieder mal die höheren Klassen schon ruhig mal auswählen. Mal gucken, was wir da alles Schönes haben. Ja. Corvette Camaro wäre auch was Geiles. Alfa Romeo. Jetzt echt überlegen, was nehmen wir denn für dieses Finalrennen her? Es muss was Besonderes sein. Es sollte was Besonderes sein. Aber auch etwas, was ich feier. Und zwar mehr als total feier. Der TDF ist halt ein nices Auto.
Obwohl, warte mal, der GTC 4 Lusso. Ja, der ist doch reingekommen. Erst nehmen wir den mal. Wir nehmen mal den Lusso. Ja, wir nehmen Familien. Ein Familien-Ferrari-Nehmer. Oder ist das Familie? Weiß ich nicht. Egal, wir nehmen jetzt den auf jeden Fall und schauen mal, wie es läuft. Ja, wir haben harte Konkurrenz. Aber denen geht es ja auch nicht unbedingt viel anders. Was erwartet uns denn hier? GTC 4L, genau. F12, Vantage S. 177, 2 SL65 und AMG GTR von Mercedes. Aston Martin Vanquish. Vanquish, ein 590 GTO. Und ein SL65 in der Forza Edition. Eieiei. Okay. Der AMG GTR macht mir am meisten Angst. So, und der 177. Sind bei über 860 Punkte. Aber gut, wir schauen jetzt mal, wie es ist. Hier im Regen. Kommt zumindest schon mal besser weg. Schauen wir mal. Das ist, glaube ich, der Kraken, ne? Ja, ist ja egal. Das ist eines der zwei Finalrennen, die es hier gibt. Wir sind jetzt schon wieder auf dem 5. Platz. Na gut, es ist ein langes Rennen einmal um die Insel. Da muss eine frühe Platzierung nicht unbedingt viel sagen. Aber Hauptsache die Stimmung ist nice. Ja, ich habe einen gelben Ferrari, also nicht wundern. Ich habe mir damals da ein Gelb ausgesucht, weil einfach mal was anders, ja? Immer nur Rot oder Schwarz beim Ferrari, vor allem Rot. Ja, es gibt so viele schöne Farben, die Ferrari hat. Teilweise schauen die auch in Blau geil aus. Also bitte. Okay. So, jetzt sind die ersten drei Plätze nur Ferraris. Geht die 4C Lusso zweimal und ein 599. Vor uns. Auf der 1. Oh, Needle Pass hoch. Hätte doch ein Lamborghini nehmen sollen für solche Abschnitte jetzt. Jetzt weiß ich schon, warum der da gebremst hat vorhin. Ich dachte, es reicht vom Gas zu gehen. Eieiei, sorry. 590 GTO heißt ja der Wagen. Kann der mal aufhören, da so dermaßen reinzustechen? So, jetzt sind wir auf der 1. Das Schöne ist halt, oder wäre halt bei einem Einrundenrennen, dass man das halt wie ein Sprintrennen behandelt und oben links Prozente und nicht Runden anzeigt. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, so wird es auch spannender, weil ich jetzt nicht weiß natürlich, wie lange das Rennen noch geht, ne? Klar, ich sag mal, der Needle Pass ist so der langsamste Abschnitt. Aber auch der coolste. Und auch der anspruchsvollste. Weil jetzt wird es wahrscheinlich oben durch die Berge gehen. Ich weiß, ich glaube nicht, dass es über den Feldweg geht. Also eben durch die Berge halt bloß noch geradeaus. So wie ich es jetzt von der Streckenführung sehe. Das ist die Rückbank oder ist die Sitze, die so gelb, dieses gelbe Ding da haben? Ja, gell. Du musst hier in Wagenfarbe. Beim Roten ist wahrscheinlich Rot. Im Blauen Blau, beim Schwarzen Schwarz. Ach ja. Ah. Okay, können wir das Bild nochmal neu haben? Ich hab gedacht, die Leitplanke hält was aus. Deswegen bin ich da mit ein bisschen zu viel Speed auch rein in die Kurve, weil ich dachte, ey, die Leitplanke fängt das schon ab, ne? Ja, hallo, wenn ich auf der Rennlinie bin, dann geh doch bitte mal weg. Danke. So. Bin mal gespannt, wie der abgeht, wenn es mal geradeaus geht. So richtigen Vollspeed-Abschnitt hatten wir noch nicht, ne? By the way, wir fahren in Totalserie, ne? Ich habe den damals bloß geholt, wo es den gab. Aus dem DLC-Pack und das war's. Das ist schon eine Rücksitzbank da hinter uns. Ey, es ist doch für vier Leute. So. Jetzt geht es da den Berg auch wieder runter.
Na gut, da haben wir jetzt nochmal einen schönen Weg bergab. Das stimmt, wenn wir jetzt dann am See entlang fahren, bis zum Ziel, dann haben wir nochmal ein schönes Highspeed-Abschnittchen. Beziehungsweise jetzt haben wir auch schon mal so ein kleines Highspeed-Abschnittle. So. Also seine 320 wird der Wagen schon fahren. Oh, Kurve gut eingesehen. Oh, echt gut eingeschätzt. Jetzt einfach mal auf gut Dünken gebremst, wo ich dachte, da ist richtig, aber verhältnismäßig gut eingeschätzt gerade. Bin ich sehr erstaunt über mich selber. Ein bisschen entspannte Musik auch, ne? Eigentlich müsste ja bei so einem Finalrennen voll die wilde, coole Musik spielen, ne? Oder so wichtige Musik. Ja, jetzt geht's dann schön um den See rum. Oh, oh nein, Aston Martin, nein. Wo ich da gedriftet bin. Ah, ich will das Ding doch gewinnen. Guck mal, wir kommen wieder näher. Dachte ich mir. Sorry. Ja, da muss ich sie mal kurz in die Mauer verabschieden. Die Ferrari-Front hat gerade ein bisschen Boden verloren, ne? Hier, drei Ferraris vorne dran gerade gewesen vorhin und jetzt. Kommen die Engländer durch. Ja gut, sind ja auch, ist ja auch das Heimrennen. Ja, doch noch ein bisschen anspruchsvolle Passage hier. Zum Ende hin. Ich glaube, wir fahren den Highspeed-Abschnitt links von uns, aber. Spiele ich so, nö, wäre zu langweilig. Schade aber auch. Das ist auch meine Rettung. Gegen die Aston Martin. Da war gerade ein Ferrari hinter mir. Das ist hinter mir. Hier ist Isaac. Ja, halt du mal die Astons auf. Wenn die Schafe mähen, dann mähe ich auch. So. Ich glaube, den habe ich auch letztens erst auf der Autobahn gesehen, also den Ferrari. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Oh, was machen die Schafe da? Ey, nee, das, warte mal, das war's jetzt. Das war's total. Ich will das Rennen doch gewinnen. Dafür haben wir doch die Rückspulfunktion. Wo hat denn der mich jetzt überholt? Also, ich möchte jetzt schon zurückspulen. Ich möchte wissen, wo er mich überholt. Ah, weil ich da wieder quergegangen bin. Oh. Okay, Fehler entdeckt. Ja, komm. Jetzt sei hier schön und jetzt, aha. Er darf nicht allzu viele Fehler erlauben. Ja, eigentlich gar keinen. Das ist nicht mehr die höchste Schwierigkeitsstufe. Ich glaube, es gibt sogar noch eine drüber. Ja. Die Schwierigkeitsstufe haben wir ja seit der letzten Folge jetzt drin. Komm, jetzt gib ihm. Ja, auch wenn der erste Martin angeschossen kommt. Wir gewinnen das Ding. Nice. Schöne, schöne Runde hier. Schönes Rennen. Wo ist jetzt der andere Fahrer gelandet? Auf dem vierten Platz. Und der andere, der 599. Der hat sich auf dem letzten Platz verabschiedet. Was ist denn passiert? Dude. Egal. So haben wir drei Hersteller auf dem Podium. Ferrari, Aston Martin und Benz. Unser Inseleroberer muss jeden Rennbelag auf Fortune Island bezwingen. Was bedeutet, dass noch ein Monster zu erlegen ist? Ah, ja, den Wikingerhelm, nice. Jetzt muss ich trotzdem nochmal gucken, gerade welcher von den beiden das jetzt war. War es der Kraken oder der Leviathan? Das war jetzt der Kraken. Dann auf zum Leviathan. Schaffen wir das sogar noch in der Folge, nice. Aha. Na gut, so war es ja auch gedacht. Lass mal beide machen hier. Das ist ein Dirt drin. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall was Dirtiges. Auto wechseln bitte. Filter ist das, genau. Und da brauche ich. Was haben wir denn? Da
Komm schon, haben wir es dann. Retro-Rallye-Autos, klassische Rallye-Autos, Rallye-Monster, Modern Rallye-Cars, haben wir sonst noch irgendwas? Nö, ich glaube, das reicht. Schauen wir mal, was wir da haben. Vielleicht haben wir auch ein Auto, was komplett neu ist. Ja, natürlich nice. Das Civic Coupé GRC. Ja, doch, den nehmen wir. Den nehmen wir, der ist auch mit dem DLC reingekommen. Doch, den nehme ich. Ich glaube, den bin ich noch gar nicht gefahren. Schauen wir mal aus, wie geil der ist. So ein Rallye-Monster. Ja, dann. Geil mit dem. Schaut schon geil aus, das neue Honda Civic als Rallye-Auto. Nice. Und ich feiere den neuen Honda Civic Type A eh total. Geile Meile. Dann lass mal sehen, was du drauf hast. Ein Monster ist erlegt. Bleibt noch eins. Gewinne hier und du gewinnst die Inseleroberung. Und beim zweiten Mal hat man gar nicht mehr so viel Angst. Okay, und ich sehe zwei Autos, die besser sind als wir. Was haben wir denn? MG Metro 6R4. Ein Fiesta ST EX 43, der ist besser. Porsche 959 wird interessant. Der Beetle, Subaru WRX, Ford RS 200. Die sind auch nicht ohne sehr enges Feld. Ne? Der Hoonigan Focus, der ist halt auch, boah. Nehmen wir VW GRC Beetle. Na, sag mal, der Fiesta und der Hoonigan Focus. Hoonigan Focus, ja. Die werden am interessantesten. Na dann, here we go. Aber, wie gesagt, Dirt-Rennen oder generell Offroad-Rennen. Oh, geiler Motorklang, schön Rallye-mäßig. Dirt-Rennen habe ich immer so das Gefühl, dass die KI nicht allzu viel drauf hat. Oder ein bisschen schwächer ist, weil sie vorsichtiger fährt. Und was ist denn GRC, oder ne? Global Rallycross Car, geil. Ah, schon Topspeed, Mist. Na gut, sind alle nicht unbedingt viel, viel schneller. Das ist natürlich jetzt eine extrem lange Gerade gewesen für so ein Rallycross-Car. Hätte ich doch den in ein Rallye-Auto nehmen sollen. Aber warte mal. Können wir den Eingang von ganz vorne zu dem Gebiet nochmal besser haben? Ja, das war ja schon Katastrophe. Bisschen früher bremsen. So. Oh, jetzt bricht er daneben. Hauptsache scharf flüchtet. Wir sind einfach weiter geflüchtet beim Zurückspulen, auch nicht schlecht. Schafe können was machen gegen Zeit und Raum. Wir können es manipulieren und die Schafe... auch. So, sind zwar am Start ein bisschen vorangekommen, aber... oh, come on. Das ist schon fast peinlich. Aber wir kommen ja gut ran, guck. Das ist das, was ich gemeint habe. Offroad kommt man da halt als Fahrer. Ganz gut ran, oder Roughman, Porsche. Jetzt haben wir so eine lange Gerade. Nein, da kommen die ganzen Rallye-Dinger gut ran. Ich bin ja jetzt schon fast Topspeed. Eieiei. Das sind die langen Geraden, die killen mich. Die killen mich. Bei 226 ist halt Schluss. Gut, da ist der MG auch überholt. Da vorne ist der Ford Fiesta. Ja, aber klar, dass der Porsche rankommt. Wir müssen wieder ins Offroad rein. Dann kommen auch an die Kollegen ran, ne? Vorteil bei uns, wenn wir nicht ganz so viel Speed rangehen. Oh, okay, komm, das hätte ich gerne nochmal neu. Dankeschön. So. Komm schon. Gerade eben schon mal auf dem zweiten Platz. Ah, ne, das ist ein Fiesta. Doch, habe ich vorhin auch gesagt, ne, Fiesta. Haben wir jetzt gerade an den VW gedacht? Ach ja, weil der punktemäßig besser ist als wir. Aber der hat das gleiche Problem wie wir eben. Topspeed. Hui, oh, ich bin ja gesprungen als du.
haben wir hier an der Küste gleich entlang. So. Jetzt fahren wir einmal den Berg rum. Was ist das für ein geiles Haus da? Uiuiui. Ist bestimmt auch noch ein Ding versteckt, oder? Ein Schild. So, komm schon. Alter. Jetzt sind wir so die Hälfte, haben wir jetzt auf jeden Fall. Jetzt schon hinterm Berg sind. Da hinten am Berg. Ach, come on. Come on, come on. Auch kein schönes Rennen, ne? Das andere war vorher ein bisschen schöner mit dem Ferrari. War auch nicht viel schöner. Hier ist halt nochmal ein bisschen mehr zurückgespult. Das gefällt mir gerade selber nicht so. Aber es liegt einfach daran, dass ich die Checkpoints irgendwie nicht so gut bekomme. Oh, der Metro hat sogar den Ford überholt. Obwohl, wird auch seine großen Stärken hier haben. Ist halt ein bisschen wendiger. Herr Schaf, bitte hören Sie auf, durch den Zaun zu laufen. Das kommt gerade aus, Abschnitt. Ah, gut, aber er ist nicht lang. Sag mal, anziehen können wir ja. Anziehen können wir ja bis 2020. Und dann ist halt... Over and Pullover. Aber gut, immer wieder mal eine Herausforderung. Auch in einem Auto. Was ich glaube auf YouTube so noch nicht so oft so gesehen habe. Glaube ich. Ich mag mich täuschen. Ja, generell gerade die Forster-Szene ein bisschen weniger verfolge. Ich weiß nicht woran. Vielleicht liegt es an der Übersättigung. Wenn du so zwei, drei Kanäle anschaust, die eben auch Forster bringen, ja, dann hast du halt irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Vor allem, wenn du dann selber noch spielen wirst, dann wirst du ja auch nicht die Laune dadurch verderben, ne? Jetzt fahren wir noch. Ja, gut, wir fahren den Needles Pass auch noch runter. Okay. War ja aber gar nicht so schlecht mit der Hälfte gerade vorhin. Jetzt fahren wir da rechts lang. Ist mir irgendwie klar, dass wir da unten an den Klippen entlang fahren. Okay, der Fiesta kommt von hinten wieder. Ja, war ja auch überlegen, ob es so eine Rallye-Fiesta ist. Ja, dann kam dieser Honda Civic. Da hab ich dann doch ein bisschen mehr interessiert. Da musst du jetzt die Kurve ein bisschen abbremsen und Drift. Sonst wäre ich, glaube ich, im Drift zu sehr quer gestanden. Jetzt fahren wir hier lang. Auch eine recht schwierige Stelle. Mit über 200 Sachen an der Klippe entlang läuft bei uns doch. Na gut, die Stelle bin ich jetzt auch schon des Öfteren gefahren, deswegen... Kennt man es ja etwas, aber das hat Speed gekostet, ja. Kann ich froh sein, dass ich nicht abgeflogen bin. Alter, mit 170 Sachen einfach mal eine Klippe zuspringen. Läuft auch. Und worum es hier eigentlich Checkpoints gibt, naja. Ja gut, soll halt auch so ein bisschen Rally-Feeling machen, ne? So, unten rechts ist natürlich jetzt... Hoppala. Das Ziel schon. Aber der Ausgang aus der wilden Passage war jetzt ein bisschen unglücklich, aber okay. Sind vorne geblieben, das ist wichtig. Jetzt habe ich natürlich am Ende, dass mir der... Fiesta, wie man einen Strich durch die Rechnung macht, dem ich doch einigermaßen gut hier vorgekämpft habe. Dem ich am Anfang aufgrund des Topspeeds ja meine Probleme hatte. Jetzt kann ich halt hier ein bisschen Boden gut machen. Aber so lang ist der Abschnitt leider auch nicht mehr. Okay, nochmal ein bisschen getriftet. Ja gut, das ist ein Rallye-Auto. Wenn das nicht quer geht, dann
Stimmt auch was mit dem Auto, nicht? Und wir haben einen kleinen Vorsprung, aber keinen allzu großen. Oh, jetzt haben wir einen Topspeed-Abschnitt. Der wird jetzt so entscheidend. Der Fiesta muss auch bremsen. Ich glaube, das war's. Oh, aufpassen, Mr. Hoonigan. Nein, oh, ich muss die Kurve anders anfahren. Ich habe zu sehr probiert, innen zu verteidigen. Ich muss jetzt einfach die Kurve anders anfahren. Ja. Abgeschlossen. Alter, das Rennen war deutlich geiler als das andere vorhin. 8 Minuten nochmal, eieiei. Sehr cool. Ultimativer Sieger. Nice. Fortune Island nahezu alles gewonnen. Nahezu. Wir haben noch ein paar Rennen. Erster Bezwinger, Inseleroberer. Ach, ist mir egal, wie der Titel heißt. Hauptsache, du bist es. Sogar ein Wikinger-Kostüm. Nice. Und wir haben eine Menge Kohle auf dem Konto. Ein Haufen Einfluss. Sehr schön. Da gibt es ein läppisches T-Shirt. Stufe 17. Klassische Rallye-Autos. Oh, jetzt gibt es nochmal einen Super V-Spin. Komm, lass ihn wirklich super sein. Ja, okay. Ist in Ordnung. RS5 kann ich nicht meckern. So, gibt es noch irgendwas Cooles? So 10 Millionen nochmal als Sieger-Special oder so? Nee. Nee, gell? Ja gut, dann war es das jetzt halt leider. Erstmal, ne? Also wir werden vielleicht hier schon noch ein paar Rennen machen. Es wird noch eine Folge geben mit, wo das letzte Haus kaufen auf dem Festland. Vielleicht machen wir die Rennen hier auch noch. Es sind nicht mehr viele, ne? Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rennen. Also das können 2 Folgen sein, dann hat man die Rennen durch. Warum eigentlich nicht? Was ist das eigentlich hier für eine Strecke? Ach, ein bisschen hier rum und num. Ja, mal schauen, ich glaube, das Häuschen habe ich ja vorhin gesehen, ne? Egal, auf jeden Fall, was jetzt für die heutige Folge, ich hoffe natürlich, dir hat's wieder mal gefallen. Wenn ja, lass einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was da gibt, ein Abo natürlich, wenn du nichts mehr verpassen wirst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus und Fütü.